Hallo zusammen, ich wollte eigentlich ein Video machen, muss aber jetzt dazwischen nochmal neu aufnehmen, weil ich mich ganz recht herzlich bedanken möchte. 10.000 Abonnenten haben wir überschritten. Ich danke euch vielmals, ich hoffe, dass ihr mir weiterhin treu bleibt und dann bin ich froh. Freut mich wirklich super, ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken. Ich wollte jetzt diesen dritten Teil eigentlich bringen. Mit diesem Cell Creator, das mache ich auch. Jetzt kann ich euch aber auch mal die getrockneten Bilder zeigen. Dann seht ihr vielleicht auch mal, wie die getrocknet aussehen. Und zwar, das war ja dieses kleine mit diesem Chamäleon-Zellen. Das seht ihr hier, das ist jetzt im Prinzip komplett getrocknet. Also ist trocken. Ganz gut geworden. Wie gesagt, mir war das zu langweilig, das ist zu normal, finde ich einfach. Cool. Dann mein Video, also der erste Teil, der fand ich kam ja richtig super an. Ihr seht es hier, also ist so getrocknet, wie ich es eigentlich gegossen habe. Wie gesagt, wenn man so einen Swipe macht, verläuft natürlich auch nicht mehr viel. Ein Nachteil ist natürlich, ihr nehmt natürlich viel Silikon und dadurch habt ihr viel Silikonflecken. Müsst ihr halt ein paar Mal dann abreiben. Ich habe es jetzt mal so einmal abgerieben, aber es glänzt natürlich noch ein bisschen. Das passt. Darum zeige ich euch noch das zweite. So, komm her. Das war ja dieses, wo ich mit dieser Ballontechnik auch noch gemacht habe. So, und da seht ihr jetzt, wenn ich, wie das noch glänzt. Das ist das, was ich gemeint habe. Es trifft natürlich voll Silikon. Müsst ihr halt gut reinigen, aber das passt. Aber ist eigentlich auch so getrocknet wie gewollt. Sehr gut. Okay. Ah, nochmal danke für die 10.000. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Also ihr merkt, ich freue mich da richtig. So, dieses Bild möchte ich heute mit euch machen. Ich hoffe, es ist vom Licht her ganz gut. Und zwar, das ist jetzt mit dem Cell Creator gemacht. Funktioniert genauso. Ihr habt nicht so viel, also Flecken, sage ich mal, vom Silikon, wie auch immer, was da drin ist. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ihr diesen Cell Creator in den Becher reinmacht. Kann sein, dass es ein bisschen riecht. Da wollte ich euch ein bisschen vorwarnen. Weil es ist jetzt ein spezielles Rezept, sage ich jetzt einfach mal, wo da zusammengestellt worden ist. Aber es funktioniert super und ich finde fast ein bisschen besser, weil ihr holt hier, jetzt zum Beispiel hier, wo ich mit dem Gold Probleme gehabt habe beim vorigen Bild, holt ihr ein bisschen mehr raus dann einfach. Also ich will nicht sagen, der ist ein bisschen aggressiver, aber er wirkt halt besser. Cool. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich immer noch. Lasst uns dieses Bild zusammen machen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Und dann seht ihr mal, wie das mit dem Cell Creator geht. Und wenn eine kleine Werbung, ihr könnt ihn ab sofort in meinem Shop kaufen. Cell Creator und den Bubble Booster. So, kleine Schleichwerbung wieder. Also, bis gleich. Ja, dann lasst uns starten. Ich habe natürlich wieder viele Farben, auch von den letzten Bildern noch. Viele bunte Farben. Habe jetzt nochmal weiß und einen großen Becher mit schwarz. Also ich würde sagen, ich mache jetzt schwarz und weiß diesen Swipe erstmal. Ihr wisst ja, ihr müsst vorher einen Swipe machen. Dann funktioniert das ja wohl am besten. Gut, lasst uns einfach starten. Ich habe hier mein helles Türkis, ich mache mal ein bisschen mehr Farbe. Wobei ich eigentlich gar nicht so viel Farbe möchte. Aber bei Weiß und Schwarz vor allem, bei Schwarz ist es sinnvoll, das Bild etwas bunter zu machen. Das sind eh meine Restfarben.
Dann haben wir nämlich auch alle verbraucht. Also dieses Brillant Pink und Grün, das ist übrigens von Lukas. Eine richtig schöne Farbe. So, Blau haben wir, das helle Türkis. Das ist noch Magenta. Und da haben wir noch das dunkle Türkis. Ups, da ist schon ein bisschen Farbe drin. So. Ah, ich habe noch Gold, dieses Danke Gold. Wie gesagt, ich rate euch immer beim Swipen nicht ganz bis rausfahren. Aber das muss jeder selber wissen. So, ich starte mal wieder mit Weiß. Schauen wir, dass wir die Kanten zubekommen auch. Und ich fahre ja auch immer ein bisschen raus hier. Je nach Rahmen, halt in der Rahmen. Etwas unrund ist. So. Dann swipen wir mal. Also wischen. Okay, das hat schon eine schöne Rille gegeben, allein vom Swipen. Groovy. So, und die andere Seite mit Schwarz. Ihr müsst ja da auch nicht so viel nehmen. So. Ihr seht, ich fahre da nie ganz durch. Aber könnt ihr machen. So, okay, jetzt muss ich es wieder ein bisschen laufen lassen. Ich habe nämlich auch viel Farbe drauf, sehe ich gerade. Aber mir ist es wie gesagt wichtig, dass es gleichmäßig verteilt ist und nicht so geradlinig. Also dass wir überall gleichmäßig Farbe haben. Zum Beispiel hier seht ihr, da ist am Rand so gut wie gar nichts. Ich könnte es euch ja umdrehen, aber ihr wisst, was ich mache. So, jetzt haben wir nämlich auch ein schönes Muster wieder drin. Finde ich. Jetzt lasse ich es noch ein bisschen in die Mitte laufen. Und gleichmäßig viel Farbe, hoffe ich doch. Überall soweit.
Cool. Ja, das sieht auch schon richtig cool aus. So. Jetzt geschwind die Handschuhe weg, den Cell Creator her. So. Kennt ihr ja. Nehme ich einfach einen Becher. Ich habe jetzt nur den großen Becher hier. Leider. Ich möchte auch nicht zu viel verbrauchen. Also schütten wir jetzt hier ein bisschen was rein. Das reicht schon. Na. So bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Okay, kein Thema, mach ich nachher zu. Gut, ich probiere es jetzt das erste Mal. Ich sollte vielleicht den Kampf vorher putzen, fällt mir gerade auf. Entschuldigung. Bringt ja nichts, wenn er voll Silikon ist. Warte mal, ich habe noch einen sauberen Kamm. So, ich habe noch einen sauberen Kamm, weil nicht, dass es das Bild verfälscht. Ich möchte es ja nur mit dem Cell Creator machen und nicht, dass da noch Silikon oder irgendwas drin ist. So, ja, den kleinen Kamm wieder. Gerade mal andersrum. Ziehen wir jetzt einfach ein paar Muster rein. Aber scheint genauso gut zu funktionieren. Da habe ich doch eine schöne Welle. Ist eine schöne Rundung. Okay, ihr seht, er reagiert anders, aber sieht doch auch cool aus. Ah. Hier und ziehe das weiter. Jetzt schaue ich mal, was hier. Also ich würde sagen, funktioniert genauso. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel machen. Mal alles voll ist auch nicht wieder schön, wie gesagt. Ich kann das hier noch weiterziehen. Ja, cool. Bringt natürlich auch einzelne Zellen. Das kann sein, wenn ich mal getropft habe, wenn irgendwas spritzt. Passiert, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, mit einem schönen geraden Kamm. Das möchte ich jetzt eigentlich doch mal testen. Wie gesagt, der ist halt etwas dicker, fast zu dick.
Dann schauen wir mal, ob wir eigentlich hier, ja, seht, jetzt habe ich fast schon alles zugemacht. Aber einfach eine gerade Linie ziehen. Schauen wir mal, ob da auch was passiert noch. Hab's schon wieder getropft. Okay, weil sonst wird mir das auch zu viel schon wieder. Nein, passt aber, funktioniert genauso, so wie es aussieht. Macht ein bisschen für rundere Zellen. Aber passt. Also wie gesagt, ich mag es nicht, wenn das ganze Bild alles voll ist. Zack, 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 so nach der Reihe. Deswegen, ich mache lieber solche Muster rein. Gefällt mir mehr. Kann ja jeder selber für sich entscheiden. Cool. Also gut, ich lasse es jetzt für ja wieder 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch von daheim. Dann bis gleich. So, meine Lieben, bin zurück. Jetzt schauen wir es uns mal von daheim an. Das Bild jetzt mit dem Cell Creator, aber wie gesagt, funktioniert genauso gut. Was ich halt faszinierend finde, er macht hier vom Schwarz, macht so viel mehr auf. Ist halt die andere Zusammensetzung von dem Cell Creator, also da könnt ihr viel mehr rausholen dann noch. Und ich denke mal, wie gesagt, wenn ich einen geraden Kamm habe, wird das wahrscheinlich auch besser funktionieren. Okay, jetzt lasst uns mal anschauen. Habe jetzt halt einfach auch mal ein Muster wieder reingemacht. Jetzt seht ihr hier, da macht er halt mehr auf wie eigentlich das Silikon. Gibt vielleicht ein bisschen andere Formen. Wobei ich sagen muss, ich zeige es euch gleich hier oben, wo ich es mit dem geraden Kamm gemacht habe. Ich finde halt, er trennt die Farben ein bisschen besser wie das Silikon. Das ist ja, Entschuldigung, das ist ja allgemein der Vorteil beim Cell Creator. Ihr seht es auch hier. Er macht halt scharfe Kanten bei den Zellen. Das ist richtig cool. Auch hier, seht ihr? Ups, scharf. Vor allem gerade hier. So, das war mit dem geraden Kamm, mit dem großen. Aber auch ganz gut. Hier viele kleine. Das finde ich auch richtig cool. Ja. Dann haben wir hier noch. Dann kommen wir schon wieder zum Weißen und dann kommen wir oben zum Schluss. Und da haben wir auch das schöne helle Grün. Richtig cool. Okay, cool. Also funktioniert genauso gut. Etwas anders ist natürlich Geschmackssache. Also mir gefallen halt die ziemlich getrennten Farben. Es kommt definiert raus, die Zellen. Das finde ich halt ein bisschen der Vorteil beim Cell Creator. Okay, cool, dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es auch was gebracht. Mal auch, wie gesagt, zum Nachmachen. Euch hat es gefallen und dann war es das von mir. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.